Das sind sie also, die Bretter, die die Welt bedeuten. In diesem Fall sind es relativ kleine Bretter. Das ist die Bühne im Theater Zielitz, einem Theater, das ausschließlich durch ein Amateurensemble bespielt wird. Und so eine Truppe braucht ständig Nachwuchs und so findet in regelmäßigen Abständen ein Casting für die angeschlossene Schauspielschule statt. Diesmal stellen sich 4 Kinder vor und Sigrid Vorpahl, die Leiterin des Ganzen, schaut ganz genau hin auf das, was sie gemeinsam auf der Bühne ausprobieren. Also ich achte darauf, dass sie sich trauen, sich zu bewegen und dass sie den Anweisungen, die wir so geben, einigermaßen folgen können. Natürlich sind sie erstmal noch schüchtern. Das sollen sie ja verlieren, diese Schüchternheit, diese Gehemmtheit. Und das passiert dann auch mit der Zeit. Je länger sie dabei sind, desto besser wird es. Das gemeinsame Erfolgserlebnis in der Gruppe und später auch auf der Bühne ist wahrscheinlich dann auch die größte Motivation. Natürlich, die Motivation ist ganz wichtig. Man kann nicht nur proben, das wird den Kindern langweilig, sondern man muss dann auch dafür sorgen, dass sie das, was sie gelernt haben, zeigen können. Und das ist bei uns überhaupt kein Problem. Die Begabtesten sind manchmal schon nach 3 Monaten auf der Bühne mit einer Rolle. Im Allgemeinen dauert es aber 1 Jahr etwa, bis sie sich trauen, auch so laut zu sprechen, dass die letzte Reihe es auch noch hört. Obwohl unser Theater eine tolle Akustik hat, aber wir spielen ja auch auf dem Salzberg und da muss schon ein bisschen Stimme hinter sein, ein bisschen Bums. Im Zuschauerraum sitzen Mütter und auch ein Vater und auch sie beobachten, wie ihr Nachwuchs mit jeder neuen Übung seine anfängliche Scheu verliert und am ungewohnten Tun seinen Spaß hat. Zusammen mit großen Sachen machen, die man sich alleine nicht trauen würde, was versprechen die Eltern sich von einer Schauspielschule für ihr Kind? Ich hoffe, dass sie da viel Spaß hat, dass sie Selbstbewusstsein erlangt und dass sie vielleicht für die weitere Karriere gut gewappnet ist, weil sie möchte gern Schauspielerin werden. Meine Tochter hat aber auch schon ein bisschen Erfahrung. Sie hat die letzten 4 Jahre auf der Grundschule immer an Theater-AGs teilgenommen und ihr macht das sehr viel Freude und von daher hat sie da schon ein bisschen Erfahrung sammeln können und ich versuche das ein bisschen zu unterstützen. Wenn du Schauspielerin werden möchtest, was wäre dir lieber, Theater oder Film und Fernsehen? Eigentlich finde ich beides gut. Also eigentlich würde mir beides gefallen. Mit dabei Anna-Lena, 15 Jahre alt, seit 8 Jahren dabei und jetzt als Assistentin mitten in der Gruppe. Sie leitet einige der Übungen. Es sind einfache Aufgaben, wie man sie aus gruppendynamischen Prozessen her kennt, und verschafft so Sigrid Vorpahl die Möglichkeit, von außen genauer zu beobachten. Du machst das schon eine ganze Weile. Ja, 8 Jahre. Was glaubst du, hast du gelernt? Oh, das ist ganz viel. Das fängt beim Text auswendig lernen an, bei der Ausstrahlung, beim positiven Dastehen oder auch selbstbestimmten Dastehen und hört irgendwann beim lauten deutlich Sprechen auf. Also ich bin auch seltener heiser als die anderen, sagen wir es mal so. Aber als hoffnungsvoller Darsteller geht es nicht nur darum, seinen Text zu lernen. Man muss sich agil und sportlich bewegen können und um das zu trainieren, arbeitet eine geschulte Bewegungstrainerin für die Schauspielklassen und die hat hier gut zu tun. Ich achte darauf, welche motorischen Fähigkeiten die Kinder schon mitbringen, aber sehe natürlich auch in jedem Kind Potenzial und gucke, wo man dann im Endeffekt ansetzen kann im Unterricht, wo man da weitergehen kann. Also Rolle vorwärts, kurz gesagt Purzelbaum, sah in der Regel noch etwas ungelenk aus. Woran mag das liegen? Die Kinder haben doch alle Sportunterricht. Das ist leider häufiger der Fall im Schauspielunterricht, dass es schon am einfachen Purzelbaum scheitert. Ist leider nicht mehr heutzutage die Voraussetzung. Aber hier im Unterricht bin ich stets bemüht, dass die Kinder das alle lernen und so auch im Sportunterricht da eine gute Figur zeigen. Das Amateurtheater Zielitz muss sich weitgehend selber finanzieren. Die Gemeinde stellt zurzeit das Gebäude zur Verfügung und zahlt die Betriebskosten. Ansonsten lebt der dahinterstehende Verein von den verkauften Eintrittskarten und Spenden durch Betriebe der Region. Und deshalb ist die Schauspielschule auch nicht kostenlos. Billiger finde ich jedenfalls als eine Karussellfahrt, 3,50 Euro für 45 Minuten. Ich denke,
Da kommt mehr raus als beim Karussellfahren. Es gibt 24 Unterrichtseinheiten im Jahr und natürlich die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu beweisen. Sehr schön, Körperspannung, gut. Und als nächstes kommt jetzt bitte, geht ihr weiter als Fußballspieler. Denn im Zusammenspiel als Gruppe lernt man sicher am meisten.